Willkommen. Endzone, World Apart, neues Let's Play bei WB, Writing Bull. Live auf Twitch, im Anschluss auch als Aufzeichnung auf YouTube. Endzone, World Apart kommt endlich ins richtige Release. War lange, lange, lange im Early Access. Weit über 170.000 Exemplare sind verkauft worden von diesem kleinen deutschen Aufbaustrategiespiel. Das gemacht wird von Gentlemat und von Assemble Entertainment, vom Entwicklerstudio und vom Publisher. Die sitzen beide in Wiesbaden unter einem Dach und bilden auch zusammen eine große Firma. Ein Spiel, das ich ganz früh schon gezeigt habe in Streams und in Videos. Ich habe die Entwickler ganz oft besucht, habe mit ihnen zusammen Streams gemacht und es ist mir persönlich eine große Freude zu sehen, was aus dem Spiel geworden ist, dass es so viele Leute begeistern konnte. Und es ist einfach zauberhaft geworden. Wir wollen es jetzt auch spielen, starte eine neue Let's Play-Reihe bei mir auf Twitch. Aufzeichnungen kommen danach so alle so ein, zwei Videos pro Tag dann im Anschluss auch auf YouTube. Und in der Ecke seht ihr übrigens ganz klein das Wörtchen da oben, Werbevideo. Deshalb Dankeschön an den Publisher, weil die ersten Streams zumindest der Reihe finanziell unterstützt werden vom Publisher. Das ist sehr freundlich, Dankeschön dafür. Und an die YouTube-Leute sei gesagt, hier drunter findet ihr einen Link, der führt auf die Steam-Shop-Seite. Die Hersteller haben sich gewünscht, dass ich darauf verlinke und da findet ihr alle Infos zum Spiel, die Möglichkeit, dies das auch zu kaufen bei Interesse. Es gibt übrigens verschiedene Versionen. Es gibt auch eine Save the World Edition. Wenn man darüber das Spiel kauft, dann wird ein Teil des Geldes abgeführt, gestiftet, spendiert vom Publisher dafür, Bäume zu pflanzen. Das ist ein Programm, was der Publisher jetzt macht. Bei allen seinen Veröffentlichungen, die haben sogar ihren Namen, ihren Firmennamen ein Stück geändert, um das in den Firmennamen als Anspruch mit reinzuschreiben. Das war jedem ihrer neuen Spiele, das immer verbinden werden mit einer gesonderten Edition, wo ein paar Euro für einen guten Zweck abgeführt werden, finde ich auch sehr sympathisch. Wir spielen Endzone World Apart. Auf geht's. Ich sage euch mal den Umfang des Spieles, worum es geht. Es geht darum, dass wir nach 150 Jahren, also nicht wir, sondern wir als Nachfahren, unserer Vorfahren, aus dem Untergrund hervorsteigen, aus den Bunkern, in die die Menschheit sich geflüchtet hat, zumindest die wenigen Überlebenden, die es noch gab. Eine große Atomkatastrophe vor 150 Jahren hat den Erdball lebensunwert gemacht. Für uns Menschen alles radioaktiv verseucht, Millionen, Milliarden starben. Ein paar Menschen konnten überleben in den Endzonen, in Bunkeranlagen überall auf der Welt. Und aus einer dieser Bunkeranlagen krabbeln wir jetzt raus, deren Nachkommen reiben uns unsere Augen, blinzeln hinaus ins Licht und haben den Eindruck, ja, es könnte klappen. Wir sollten uns langsam wieder trauen. Das Wasser ist radioaktiv immer noch, aber etwas weniger als zuvor. Es fällt immer noch bisweilen verstrahlter Regen runter aufs Land, aber vielleicht können wir wieder einfache Landwirtschaft machen, denn ganz im Ernst, die Luft im Bunker, die schmeckt nach ein paar Jahrzehnten nicht mehr so lecker wie zum Anfang. Lass uns das machen. Wir trauen uns raus. Wir betreiben Forschung. Vielleicht treffen wir auch andere Überlebende. Vielleicht können wir Handel betreiben. Vielleicht können wir, ja, wir müssen auf jeden Fall an Wasser erstmal denken. Vielleicht ist in der Nähe unseres Bunkers ein See. Vielleicht können wir Fische fangen. Wir können vielleicht Regenwasser auffangen. Es liegt sicher über Schrott rum. Den können wir nehmen, den können wir auswerten. Wir können daraus vielleicht Plastik gewinnen oder Holz oder Holz fällen, Bäume fällen natürlich. Oder vielleicht dann auch Bäume neu pflanzen, damit nicht um uns herum alles wieder kahl und kaputt wird. Das könnten wir alles machen und hoffen, dass es gut geht, weil das ist die eine Chance, die wir haben. Wenn wir die Chance jetzt versieben, ich weiß nicht, ob wir nochmal 150 Jahre lang es schaffen, in unter der Erde zu überleben. Viel Spaß, Endzone, A World Apart, auf geht's. Im Umfang des Spiels drin enthalten verschiedene Spielmodi. Ein Tutorial führt uns ein in das Spiel, das überschlage ich. Das ist uns nicht nur ein Tutorial, das sind mehrere mittlerweile zur Auswahl. Die Entwickler haben seit Start des Early Access kontinuierlich immer wieder neue Spielfeatures reingepackt, neue Spielelemente, auch neue Spielmechaniken. Diese Version hier entspricht noch nicht der Release-Version. Zum Release kommt auch ein neues, spannendes, zusätzliches Feature raus, was ich jetzt nicht spoilern werde, aber was ich euch beim nächsten Stream noch gesondert zeigen werde und vielleicht auch als extra Video euch noch zeigen werde. Es gibt Haupteinführungen, es gibt aber auch zu den wichtigsten Teilspielmechaniken noch solche Tutorials, die man durchspielen kann. Unten seht ihr, man kann die in beliebiger Reihenfolge spielen, so wie man es gerne hätte. Da gibt es zwei andere Spielmöglichkeiten noch. Es gibt Szenarien. Das heißt auch hier eine ganze Reihe von Auswahl-Dingen, die man machen kann.
Aufgaben, vorgefertigte Karten, die man bekommt, vorgefertigte Ziele, die einem gegeben werden, die man versuchen kann, dann zu erfüllen und durchzukommen. Das hat ein bisschen so einen Trainingscharakter, bringt aber auch ein Stück noch Story halt rein, also eine extra Handlung und ist eine Variation zu dem Standard-Spielerlebnis, das es gibt bei Enzo in the World Apart. Und das ist das Spiel in einem Endlos-Zufallskarten-Modus im Überlebensmodus. Im Überlebensmodus können wir unser Spiel nach unseren Bedürfnissen konfigurieren, ohne dabei einem globalen Ziel zu folgen. Erschafft eine riesige Siedlung oder kämpft. Kämpft gegen eine herausfordernde Umwelt. Alles ist möglich, solange du überlebst und ich auch. Wir geben unser Bestes. Ich hoffe sehr, es klappt. Ich hoffe sehr, es klappt. Das starten wir jetzt und es gibt drei Reiter, wo wir das halt einstellen. Wir können im Detail einstellen, wie wir unseren Schwierigkeitsgrad zusammenbasteln wollen. Das sind die Standardeinstellungen. Wir können die Karten größer, kleiner machen, mehr Berge, weniger, mehr Seen heißt auch mehr Wasser. Bedeutet potenziell auch mehr Trinkwasserquellen zum Beispiel. Mehr Ruinen heißt, dass wir mehr Schrott haben auf der Karte und es leichter haben, an Rohstoffe ranzukommen oder mehr Tiere haben, dass wir mehr Jagd betreiben können, dass wir nicht so sehr angewiesen sind darauf, dass die Landwirtschaft gut funktioniert und viele andere Dinge. Wir können freischalten, dass von Beginn an alle Saatgüter da sind. Also, dass wir nicht nur mit einem Saatgut starten, wie Weizen zum Beispiel, und den Rest muss man dann irgendwo finden, Samen irgendwo, sondern dass man von Beginn an alles hat. Also, man kann sich so einstellen, wie man es gerne hätte, in diesen drei Sachen. Und das ist das Wichtigste. Das ist der Seed. Das ist die Zufallskartennummer. Ich habe mir vorher nichts ausgesucht. Ich habe nicht experimentiert. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe nicht eingespielt. Ich habe das Handbuch nochmal durchgeackert. Das ist in-game. Sehr gut dokumentiert. Da kommt man durch die einzelnen Spielmechaniken zu. Die sind auch in kleinen Bildchen erläutert und sind untereinander verlinkt, zeige ich euch gleich nochmal. Wenn man das da einmal durchgeht, dann weiß man, worum es geht. Wir nehmen mal diesen Kartenseed und hoffen das Beste. Wir können einen vorgefertigten Schwierigkeitsgrad nehmen oder halt uns den individuellen einstellen. Das Wetter hängt damit auch zusammen. Wir nehmen mal die Standardgeschichten. Wie viele Dürren kommen, wie viele Stürme? Stürme können unsere Häuser beschädigen. Dürren, nichts damit Landwirtschaft. Beispielsweise, und der Name unserer Siedlung. Heißt unsere Siedlung wirklich Bright Sun? Leute, jetzt eure Vorschläge. Eure Vorschläge, bitteschön, eure Vorschläge im Chat auf Twitch. Wie soll unsere Siedlung heißen? Was würdet ihr euch wünschen? Wie soll unsere Siedlung heißen? Zwischendurch liebe Grüße, während ihr antwortet, an über 400 Zuschauer, die wir gerade haben auf Twitch. Ganz liebe Grüße auch an die vielen Leute, die in den letzten Minuten ihr Abos gegeben haben oder gecheert haben. Tirares und Mikroeis und euch allen ein riesen Dankeschön an euch. Das ist echt lieb. Werde ich träumen, hat gecheert. Dicke Grüße an dich. Rainman, hast du auch gecheert. Danke. Pink Panther. Liebe Grüße an den Pink Panther. Danke dir auch. Und DJ hat nochmal ein Abo verschenkt. Jet to Space, ich kann gar nicht, ich komme gar nicht überall durch. Eden, Ponyhof Simulator, Rising Bull, Neubullsland, Nuke Bully, Sun Valley Bottrop, sehr witzig. Bottrop, also echt, strahlende Zukunft, Bull York, Bullenplatz, Bulltopia. Bulltopia ist eingekauft. Onkihotte, du hast es geschafft. Onkihotte, das machen wir. Einmal Onkihotte. Einmal natürlich nicht Onkihotte. Ich könnte die Siedlung auch Onkihotte nennen, aber ich weiß nicht, ob das den anderen so gefällt. Wir machen einmal Bulltopia. Einmal Bulltopia. In der Hoffnung, dass wir lange überleben werden. Ansonsten werden wir dem Namen des Bullen keine Ehre machen. Leute, viel Vergnügen, ganz viel Spaß. Ganz viel Vergnügen. Start eines neuen Let's Plays jetzt hier. Und jetzt ist die große Frage, was würfeln uns die Zufallskarten aus? Haben wir Glück oder nicht? Und? See in der Nähe ist gut. Das ist der Hippie-Bus, mit dem wir immer starten. Ein neuer Anfang. Hier sieht es doch in einem guten Ort zum Siedeln aus, oder? Ihr wisst, was wir in der Endzone gelernt haben. Zuerst Grundbedürfnisse stillen, Wasser, Nahrungsversorgung aufbauen und danach, mal gucken, beten, Forschung, Schulen, Expeditionen, Stromversorgung, Handel treiben, mal schauen. Schaffen wir uns ein neues Zuhause. Erster Schritt, bitte nicht wundern, einmal in die Optionen rein und ich mache die Musik wieder etwas lauter, denn alle Geräusche etwas lauter, denn im Hauptmenü ist die Musik extrem lauter als im Spiel und deshalb habe ich das mal kurz so vorbereitet, dass wir das so entsprechend, dass ihr jetzt alles gut hören könnt. Es gibt wichtigste Anzeige hier unten in der Mitte. Schaut mal, da sind so verschiedene Layer. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Hier kann man switchen über die verschiedenen Überschriften, über die verschiedenen Anzeigen. Grün, Gelb und Rot heißt, hier ist Radioaktivität.
Diese Anzeige hier ist die Bodenfeuchtigkeit. Je blauer, desto besser. Je blauer bedeutet auch, desto mehr Landwirtschaft ist möglich. Das wechselt. Wolken ziehen über die Karte. Das heißt, diese Gebiete sind nicht statisch da. Das Schraffierte heißt, da sind Wolken drüber. Das hier ist die Standortattraktivität. Das ist im Augenblick noch gar nichts. Das wird sich nachher verändern, weil wir Gebäude setzen können, Parkanlagen oder Denkmäler, die für mehr Attraktivität sorgen und damit auch für mehr Zufriedenheit. Und die letzte Anzeige ist Strom. Welche Gebäude versorgt werden sind mit Strom? Das ist im Augenblick noch gar nichts. Und den Rest gucken wir dann uns später an. Wichtig zu Beginn ist erstmal die Bodenstrahlung. Grün heißt etwas Bodenstrahlung, gelb heißt etwas mehr, rot heißt ganz viel Bodenstrahlung. Das verändert sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen, weil wenn es regnet und der Regen ist verseucht, mancher ist verseucht, mancher nicht, dann ja, sickert die Radioaktivität halt doch auf das Land drauf. Man kann das allerdings auch entfernen. Man kann den Leuten sagen, hier, nimmt mal die Schaufel und entfernt die Radioaktivität. Sowas ist echt gut in der Nähe unseres Hippie-Busses. Im Ernst, wir starten mit einem Hippie-Bus. Also mit einem Wrack davon. Das ist unser erstes kleines Lager, das wir haben. Spiel ist ein Echtzeitstrategiespiel. Wir können beliebig pausieren mit der Leertaste. Wir können in verschiedene Geschwindigkeiten reingehen. Wir wollen mal kurz reinkommen, euch mal alles zeigen. Deshalb nehme ich am Anfang mal, gehe ich zu Beginn mal in die Pause rein. Hier können wir alles Mögliche lagern. Später können wir coolere, bessere Lager erforschen, wo mehr Platz drin ist und können die noch woanders hinsetzen. Aber hier geht's erstmal los. Wir starten, schaut mal oben, wir starten mit 10 Erwachsenen und mit 5 Kindern. Und vielleicht überrascht euch das, aber Kinderarbeit gibt's hier nicht. So tief sind wir noch nicht gesunken in der Apokalypse oder in der Postapokalypse. Nur wir Erwachsenen können arbeiten. Und das sind die 10 Leute, die wir haben. Und wir haben ein paar Startvorräte hier in dem Bus drin. Schaut mal links oben. Das sind die grundlegenden Geschichten. Wir haben Wasser schon mal da, Trinkwasser. Ja, die Leute müssen trinken. Wir haben Nahrungsvorräte da. Und wir haben Holz da. Holz brauchen wir für den Bau, natürlich. Schrott braucht man für, das sammeln wir ein, von solchen Hinterlassenschaften wie diesen hier. Wir können diese alten Ruinen zum Beispiel zerlegen. So viele Häuser direkt neben unserem Ausgangspunkt ist eine coole Sache. Da gehen wir gleich hin, da schicken wir Sammler hin und die Häuser werden wir zerlegen. Da haben wir Glück gehabt, es ist eine schöne Geschichte. Schrott ist eine gute Sache. Das ist aber nur ein Ausgangsprodukt. Schrott kann dann in bestimmten Gebäuden zerkleinert werden in verschiedene Arten von Wertstoffen. In 4 verschiedenen Stoffe, Metalle und andere Geschichten noch. Das schauen wir uns später an. Und was wir auf jeden Fall brauchen werden, unsere Leute werden ausgestattet, jeder etwas anders, mit 2 verschiedenen Gütern, die sie brauchen, mit Werkzeugen. Wenn sie Werkzeuge haben, arbeiten sie besser. Je besser die Werkzeuge sind, desto besser arbeiten sie. Besser heißt einfach effizienter. Sie können ihre Aufgaben schneller erfüllen, kommen schneller zu einem Ergebnis. Und Schutzkleidung, auch ganz wichtig, gibt es in 3 Qualitätsstufen. Auf dem Schwierigkeitsgrad sind wir gestartet mit mittlerem Strahlenschutz. Das ist eine gute Gesichtsmaske, also kein Mund-Nasen-Schutz, schon nur ein bisschen besser, so mit Kohlenfilter und anderen Sperenzien. Es gibt noch die schlechteren Masken, das sind die billigen kleinen Handtücher, mehr Halstücher. Das würde so in etwa den heutigen Mund-Nasen-Schutzen entsprechen, befürchte ich. Zumindest die nicht gerade FFP2 sind. Und dann gibt es noch in der 3. Stufe die super eleganten Ganzkörperstrahlenschutzanzüge, die man aber auch nur braucht, wenn es richtig ganz, ganz heftig zu Sachen geht und die Radioaktivität ganz hoch ist. Ansonsten bräuchte man die gar nicht für normale, leichte Radioaktivität. Für das Grüne hier würden auch die kleinen Halstücher völlig reichen. Diese beiden Dinge, wir starten mit 15, das heißt, die verbrauchen wir allmählich. Da müssen wir irgendwann auch neue noch herstellen. Und rechts, das sind die Sondergüter, rechts oben. Die können wir meistens herstellen aus Schrott, nicht alle, also Arzneien nicht. Arzneien stellen wir her, zum Beispiel Medikamente aus Kräutern. Aber sowas wie Stoff oder wie Metall, wie Plastik und auch wie Elektronik, das können wir gewinnen aus Schrott. Elektronik zuerst nicht, das müssen wir erforschen. Es gibt auch ein Tech Tree. Stoff können wir auch noch auf andere Weise gewinnen aus Hanf. Wobei wir aus Hanf auch noch was ganz anderes herstellen können. Dazu vielleicht ein bisschen später in einer etwas plauschigeren anderen Situation. Und dann gibt es noch Kohle. Kohle brauchen wir zum Beispiel für das Filtern von Wasser und für andere Geschichten. So, jetzt wollen wir aber erstmal die ersten Gebäude machen. Hier ist ein bisschen Radioaktivität. Wasser ist wichtig. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Und unten ist das Baumenü direkt hinter mir. Soll ich mich ein bisschen nach rechts schieben? Nee, ich glaube, ihr könnt das ganz gut sehen. Das ist, glaube ich, okay. Und wir gehen mal rein als erstes in Holzsteg und in eine Zisterne, in der sammeln wir das Wasser. Im Holzsteg können wir dann rauslaufen,
können das Wasser einsammeln, dann rüberbringen zur Zisterne, wo das gesammelt wird. Und zweiter Schritt dann auch Nahrung, vielleicht hier ein Fischsteg, dass wir hier Fisch fangen können. Das sollten so die ersten Sachen sein, finde ich. Was zu futtern und was zu saufen, das sind die ersten Schritte. Das heißt, wir bauen einmal einen Holzsteg, der, jetzt müssen wir aufpassen, den kann man nicht überall hinsetzen. Wir können im 90-Grad-Winkel drehen mit der mittleren Maustaste. Wir müssen einen Platz finden, wo das geht. Die können übrigens auch dicht nebeneinander stehen, nur ein Steg reicht eigentlich für alle. Ein bisschen komplizierter ist das mit im Nahrungsreiter hiermit, mit den Fischerhütten. Weil wenn deren Radius sich überlappt, sind die nicht mehr so effizient. Und ich befürchte, wir haben einen relativ kleinen See erwischt. So gut war das nicht. Ich drehe mal die Karte ein bisschen so rum. Ja, hier links haben wir einen größeren See. Der ist für später. Da müssen unsere Leute irgendwann mal weit hinrennen. Oh, ich hoffe, das geht gut. Das ist echt ein ganz kleiner See. Mit ganz viel Glück können wir zwei hier nebeneinander hinstellen. Einen hier vorne, einen hier unten. Ne? Das sollte möglich sein. Komm, das machen wir. Eine Fischerhütte hier links, hier rechts an den Rand. Welche ist die, die näher sein wird? Wir müssen uns überlegen, wo wir die eigentliche Siedlung errichten wollen, weil nicht alle, aber die meisten Produktionsgebäude, da wollen die Menschen nicht gerne neben wohnen. Das sinkt deren Attraktivität. So ein Schrottzerlegergebäude direkt neben der eigenen Hütte macht einen nicht so richtig glücklich. Andererseits, wenn wir alles weit auseinanderbauen, haben die Leute lange Wege. Denn jede einzelne Figur, jeder Mensch bei uns ist einzeln simuliert. Der muss mal schlafen gehen, der muss mal sich was zu essen holen. Der, sie oder er geht dann zur Arbeit. Insofern so ein bisschen in der Nähe sollte es sein. Wir schauen mal, wo ist der Schrott? Schrott ist hier vorne, Holz ist hier unten. Hier ist noch mehr Schrott. Wir gucken mal zuerst, wo wir gleich Schrotte einsammeln werden. Dann machen wir mal die grobe Planung. Das ist super hier für Schrott. Schaut mal hier, 1800 Schrotteinheiten wären hier in der Nähe. Hier oben auch noch mehr. Hier würden wir viel Wald holen. Hier ist ein bisschen Schrott nur, hier im niedrigen dreistelligen Bereich. Hier wieder ein bisschen mehr. Das ist auch nur ein bisschen. Also das ist sehr cool. Das heißt, hier machen wir auf jeden Fall in Nähe vom Lager unsere Schrottbetriebe hin. Da könnten wir hier unten auch noch andere Sachen hinmachen, andere Wirtschaftssachen. Könnten die eigentliche Siedlung vielleicht hier so bauen. Die Wälder werden wahrscheinlich eh verschwinden, ne? Die fällen wir. Und dann machen wir hier die Wohnsiedlung in dem Bereich. Und hier machen wir die Industrie. Und Nahrung gucken wir dann mal, oben oder unten. Das sollte eigentlich funktionieren. Lass uns das mal so machen. Also erster Schritt rein in die Nahrung und eine Fischerhütte hier unten oder hier oben hingebaut. Ich setze sie hier mal hin. Dreh sie einmal mit der mittleren Maustaste so. Es darf nicht rot sein. Wenn irgendwas rot ist, dann geht's nicht. Die brauchen ein gerades Stück. Die sollten so weit wie möglich außen sein, damit unten viel Platz ist. Ich habe den Radioaktivitätslayer an. Das geht. Und sie haben, das seht ihr den kleinen grünen Balken? Das ist der Straßenanschluss. Der sollte also auch nach oben zeigen, ansonsten ist doof. Und so können wir es machen. Das ist mal eine Fischerhütte. Und als nächstes brauchen wir dann natürlich fürs Wasser noch eine Zisterne. Baukosten seht ihr übrigens 28 Holz und 48 Schrott. 42 Schrott. Beides haben wir genug. Wir haben 600 Holz, wir haben 200 Schrott, mit dem wir starten. Also noch ist das okay. Wir stellen eine Zisterne hier vorne hin. Genau. Oder ein Wassersilo. Eine Zisterne ist, glaube ich, der erste Schritt, ne? Zisterne ist der erste Schritt. Werfe ich gerade was durcheinander? Zisterne ist der erste Schritt. Das andere ist ja auch viel teurer im Bau. Man beginnt mit einer Zisterne, genau. Eine Zisterne setzen wir in die Nähe und zugleich in halbwegs Nähe zu der Wohnsiedlung, die hier entsteht. Aber das muss in deren Einzugsbereich sein. Und so könnte man das machen. Drehen das einmal nach unten. Grün, Weg nach unten. Die Zisterne lagert das Wasser. Und wir brauchen ein Stück, da muss man natürlich dran, dahinter noch dran vorbeilaufen können. Es muss im Einzugsbereich sein. Das sollte im Einzugsbereich sein. Das könnte so klappen. Einmal hier hin. So, dann ziehen wir wieder runter und ziehen ein paar Straßen nachher noch hin. Dritte Sache, die wir machen, ist jetzt noch als drittes Fischerhütte, Zisterne und jetzt der Steg noch. Die Fischerhütte, die Nahrung kommt in den, wird hier reingebracht. Und jetzt machen wir den Steg hier in die Nähe noch hin. Das heißt, wir gehen mit dem Holzsteg hier vorne hin, drehen den einmal so rum.
setzen ihn direkt davor hin. Da kommt er hin. Da können wir auch schon die ersten Straßen ziehen. Weil die ziehen die Leute gleich automatisch mit. Die Leute, die nichts zu tun haben, setzen automatisch Straßen. Von hier wird man sicher gleich dann zum Weg rübergehen können. So. Dann können wir von hier schon mal eins rüberziehen nach oben hin. Und fangen wir erstmal an. Das reicht. Jetzt laufen unsere Leute los. Da sind sie. Sie gehen, setzen sich langsam in Trab. Jetzt kommt ein ganz zentrales Feature, das ist die Verteilung der Leute in ihre Tätigkeiten. Das macht man nicht manuell. Man sagt nicht, hey, du da, du fischst Fische jetzt, du da hinten, du sammelst jetzt mal Wasser, sondern das überlässt man der KI. Aber man gibt selber die Vorgaben. Man weist die Leute zu Berufen, in Berufe zu. Das geht über diese zentrale Geschichte hier. Über die Fachkräfte, könnt ihr lesen, ne? Ich sitze nicht davor. 10 Siedler, die Kinder arbeiten nicht mit. Wir setzen mal erstmal Baumeister ein, und zwar 7. Die bauen dann diese Gebäude hier auf. Und die Baumeister können auch Sachen dorthin schleppen. So, 6, 4, das reicht. Und 4 Leute, 4 Siedler machen so alles auf einmal. Die sorgen für Transporte zum Beispiel. Die machen immer das, was gerade wo Not am Mann ist. Die Straßen werden von allen gebaut. Und die, das Entfernen von Strahlung, das machen alle. Das machen auch die Fachkräfte mal auf dem Weg irgendwo lang. Da muss man nicht drauf achten. Aber die Siedler braucht man für viele andere Sachen. Also eine kleine Reserve zu haben, das ist nicht schlecht. Das kann man auf jeden Fall machen. So, die Leute rennen rauf. Hier oben hin und fangen an zu bauen. Wir haben keine Prioritäten gesetzt. Das sind die Kinder, die hier unten machen. Ein paar Erwachsene haben nichts zu machen. Das ist kein gutes Zeichen. Da können wir schon mal ein paar andere Dinge auch noch machen. Dann gehen wir hin und machen noch das nächste Bauprojekt. Und haben da oben die Fischerhütte. Da die Zisterne. Da diese Geschichte. Dann könnten wir auch schon mal hingehen und ein paar Sammelpunkte setzen. Und zu beginnen erstmal Schrott zu holen. Holz und Schrott. Einen Sammelpunkt für Schrott hierhin. Dann werden nämlich die Gebäude hier ausgeschlachtet. Der Sammelpunkt, das ist ein, ja, so eine Art virtuelles Gebäude. Also, ne, setzt man hier hin, kostet nicht viel. Ein kleines bisschen, eine winzig kleine Schrottmenge, die man einmal hier hinsetzt, und dann sammelt man hier alles halt ein. Ne? Oh, die Ruinen brauchen einen Schrottplatz, um abgebaut zu werden. Das heißt, wir setzen erstmal. Könnten wir den auch schon mal gleich setzen? Wie viel brauchen wir dafür? 36. Ja, das können wir machen. Damit könnten wir sogar sofort loslegen. Ich setze den mal hier hin. Hier daneben hin. Da ist viel in diesen Bereich rein. Den Radius kann man uns nachher noch verschieben, das ist also nicht für alle Zeiten bindend. Ich finde, das könnten wir sogar dichter hier dran setzen. Da können wir nämlich, könnten wir so hier hinsetzen, in die Lücke hier rein. Dann machen wir hier noch ein bisschen, dann setzen wir noch ein Holz, eine Försterhütte. Brauchen wir in Kürze auch. Hier links unten hin. Direkt daneben hier. Da kann ja auch schon mal alles entfernt werden. Und den Bereich, wo die Arbeit, den können wir nachher auch noch verschieben. Und die Hütte können wir auch noch woanders hinsetzen. Lass mal weiterlaufen, und dann können wir den Leuten die Gebiete, die radioaktiv verseucht sind und die auf der unter dem Bauplatz selber drunter liegen, die werden automatisch beim Bau von den Leuten entfernt. Natürlich dauert der Bau dann ein bisschen länger,
weil die erstmal die Radioaktivität wegmachen müssen. Das ist immer nicht schlimm. Auf eine Sache müssen wir natürlich Acht geben. Die Leute rennen jetzt immer durch das Grüne, durch die Strahlungen durch. Das heißt, wir sollten ihnen vielleicht manuell noch den Befehl geben. Achtung, entfernt da auch mal bitte freundlicherweise. Sonst gibt es nämlich irgendwann nur Ärger. Diesen Bereich hier mit Radioaktivität. Macht das mal sauber, bitte. Sonst gibt es nur Ärger, finde ich. Das endet sonst nicht gut. Ja. Da können wir hier noch weitere Straßen rüberziehen. Setzen einen Schotterweg hier vom Rand. Hier hin. Hier einen hin. Und das gucken wir nachher. Jetzt beginnt es zu regnen. Das ist Regen. Unten ist die Vorhersage in die Zukunft. Schaut mal, wir sehen, wann es regnet und wann nicht. Was wir noch nicht sehen können, ist, was das für Regen ist. Ist das solcher, der stark radioaktiv verstrahltes Wasser runterbringt? Solches, das schwach verseuchtes Wasser bringt? Oder ist das Wasser glänzend, das runterkommt? Wir wissen es nicht. Das können wir noch rauskriegen, indem wir eine Wetterstation bauen. Aber viele schöne Dinge, die wir bauen wollen in Zukunft, die können wir noch nicht bauen, weil das sind die Statistiken, aber das hier ist die Forschung daneben. Das sind die Fertigungsgrenzen. Ich war eben schon mal drin, wo ist der Forschungsbildschirm? Statistiken, Ressourcen, Fertigungsgrenzen, Fachkräfte, Gebäude und Aufträge. Oh Gott, ich finde den Forschungsbildschirm nicht. Ich habe ihn mir eben in einem anderen Savegame noch lang und breit angeguckt und überlegt, was ich wann bauen will. Jetzt entdecke ich ihn nicht. Kann mir ganz schnell mal jemand im Chat helfen? Kommt erst in die Forschungsstation gebaut, wurde Kai. Ich dachte schon, ich bin doof und finde den Button nicht. Lieben Dank an Kai. Wie immer gut, wenn man einen Entwickler im Chat hat. Kann man nur sagen. Sehr hilfreich. So wird hier fleißig gebaut. Die tun im Augenblick... Achso, die haben jetzt alles entfernt. Hier wird gleich gebaut. Wir gehen nochmal hier rein. Und wir können auch nochmal ein paar weitere Aufträge setzen. Ist alles da, was man braucht? Sind schon die ganzen Dinge rübergebracht worden? Gebaufläche ist freigebraucht. Genau, das muss noch alles hingebracht werden. Das könnten die allerdings... Ach, sind zu viele Leute unterwegs. Oder zu wenige. Wir gehen hin und sagen denen, sammelt schon mal ein paar Dinge ein, die die sonst nichts zu tun haben. Baut doch schon mal hier etwas Schrott ab. Oder sammelt Nahrung ein. Alle Ressourcen einbauen. Hier, alles mal einsammeln hier, was es hier so gibt. Aber nicht weit laufen. In der Nähe vom Lager. Alles, was hier gibt. Das werden wir sowieso gleich überbauen. Das ist eine gute Idee. Einmal hier hin. Dann haben die was zu tun. Die stehen direkt daneben und die ziehen sofort los und machen all das ganze Gebiet rund um das Lager in Ordnung. Suchen, was es aufzuklauben ist und bringen es wenige Meter weiter hier rein in das Buswrack hinein. Müssen wir aufpassen. Wasser, Nahrung, Holz geht langsam weniger. So, jetzt können wir die ersten Leute in die Berufe reinpacken und führen zwei Förster hier ein. Die anderen Gebäude sind noch gar nicht fertig. Das ist uns nicht schlimm, wenn man manuell zwischendurch mal hektisch mal hier einen dazufügt und da hinten da. Die brauchen immer eine Zeit, bis das umgesetzt worden ist. Also wem, wie viele Leute in Berufen aktiv sind. Weil das Spiel ist so programmiert, dass die Leute erstmal für sich entscheiden. Moment mal, der Spieler will mich gerade in einen neuen Beruf hetzen. Ich bin vielleicht gerade an einer anderen Ecke der Karte. Ich mache vielleicht mal in Ruhe erstmal meine Aufgabe fertig. Und wenn ich dann rübergehe ins neue Gebäude und auf meinem Weg dahin sehe ich etwas, was auch wichtig wäre, dann mache ich das auch nochmal. An die Entwickler lange daran gearbeitet, dass da die KI im Hintergrund so arbeitet, dass wir zwar die Leute schubsen zu bestimmten Berufen und Tätigkeiten und auf Dauer machen die das auch irgendwann, aber dass es nicht so ein Durcheinander gibt, dass sie dann immer nur hin und her rennen und in der Zeit gar nichts machen. Das wird im Hintergrund also alles geregelt.
Die Gebäude entstehen langsam. Die Zisterne ist da. Wir gehen einmal rein in die Fachkräfte. Weisen Wasserträger rein. Drei Wasserträger. Wir lassen erstmal die Gebäude weiterbauen. Das ist die Försterhütte. Wir sind auf Abholzen und Aufforsten. Das wird es aber auf Dauer nicht sein. Hier wird rund um das Lager so viel an Industrie entstehen. Wir sagen gleich Abholzen. Aufforsten können wir woanders. Das sind die drei Modi. Abholzen und Aufforsten. Alles weg oder erstmal alles wieder. Das wird auf Dauer nicht unsere Försterhütte sein. Die werden hier nicht überall pflanzen. Erstmal wegmachen, wegmachen, wegmachen. Und dann können wir außerdem noch eine Sache machen. Wir können das Arbeitsfeld verschieben. Das schieben wir so hin, dass sie das links von uns machen. Hier so rein. Das ist alles, was in dem Bereich ist, wenn die systematisch sich jetzt holen. Ja, da gehen die jetzt rüber. In dem Bereich. Zisterne ist geklärt. Prima. Arbeiter sind da, laufen rüber und holen sich das erste Wasser. Hier oben ist die Fischerhütte auch fertig. Auch ein paar Leute rüber schicken. Wie geht's dem Schrottsammler? Steht das schon, das Gebäude? Ja, sehr schön. Dann schicken wir noch einen Schrottsammler hier rein. Und haben wie viel Schrott im Augenblick? 99. 79 Holz. Schrott haben wir eigentlich genug. Ein Schrottsammlerholz ist wichtiger. Und so weiter. So, und das nächste, was die Leute brauchen jetzt, ist ein Dach über dem Kopf. Dafür sorgen wir im nächsten Schritt. Jetzt ist uns Nacht. In der Nacht arbeiten die Leute weniger. Sie arbeiten nicht, aber deutlich weniger, es sei denn nachher. Da werden wir noch irgendwann mal für Strom sorgen. Und wenn Strom da ist, dann haben die Leute einen Produktionsboost. Gerade auch für die Nacht eine wichtige Geschichte. Ja, Jean-Pierre fragt, kann man die Spielgeschwindigkeit beeinflussen? Kann man. Hier unten siehst du so Pfeiler in drei verschiedenen Stufen. Das ist normale Spielgeschwindigkeit, schneller und schnellste und mit Spielzeit anhalten, auch mit Leertaste, kann man jederzeit pausieren. Auf Twitch geht's weiter. YouTube-Leute, Playlist gibt's auch. Da wird dann zu sehen sein, wann das nächste Video rauskommt. Wenn ihr bei einem Stream dabei sein wollt, schaut gerne mal in die Textbeschreibung. Da ist ein Link, der führt auf die Twitch-Seite. Vielleicht wollt ihr auch mal bei einem Stream dabei sein oder halt auf YouTube gucken. Ich freue mich über beides. Und direkt hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube findet ihr alle möglichen Links auf den Steam-Shop, wo man das Spiel kaufen kann, auf einem Thread bei uns in meinem Community-Forum bei Writing Bull. Community.writingbull.de, da gibt es einen Thread zu End the Zone, The World Apart, wo die Entwickler selber posten, und viele andere Links findet ihr dort. Und in der Playlist ganz, ganz viele Videos, die ich zu dem Spiel schon gemacht habe. Und vor allem das Allerwichtigste zum Schluss, viel Spaß beim selber zocken. Es ist echt eine schöne Geschichte, macht viel Spaß. Es sei denn, man stirbt, aber das ist, glaube ich, im wirklichen Leben auch nicht anders als im Spiel.